Es ist die Überraschung der WM. Costa Rica zieht möglicherweise sogar als Gruppenerster ins Achtelfinale ein. Nach einem 3:1-Sieg gegen Uruguay machte das Team beim 1:0 gegen Italien die K.O.-Runde perfekt. Dies sah die FIFA als Anlass, um nach dem Spiel gegen die Azzurri gleich 7 Spiele von Jorge Luis Pinto zum Dopingtest zu beordern. In algo, me parece que no hubo el tacto. Die FIFA geht mit uns nicht genauso um wie mit anderen Teams. Es geht nicht darum, dass Dopingkontrollen gemacht werden, sondern darum, wie. Direkt nach dem Spiel muss das nicht sein. Es stört mich nicht, wenn der Verband jeden Spieler untersuchen will. Von mir aus kann die FIFA auch mich testen. Das ist in Ordnung, aber nicht direkt nach dem Abpfiff. Den Platz unter den letzten 16 hat Costa Rica auf Kosten Englands errungen. Gegen Raheem Sterling und Co. reicht ein Remis, um die Gruppenphase als Erster abzuschließen. When you put these people together, playing together, I think we function very well as a team. Ich finde, unsere Mannschaft funktioniert sehr gut als Einheit und das ist das Grundlegende. These players that England have right now, I think they still have the hunger. Why would they? Die englischen Spieler sind, glaube ich, immer noch sehr hungrig, obwohl sie ausgeschieden sind. Das sagt viel über den Teamgeist der Engländer aus. Good in their team spirit, but for us it's just such a huge opportunity now. Für uns ist es jedoch eine große Chance, um Costa Rica und uns selbst einen Namen zu machen. We're getting the Costa Rican name spread all over the world, and for us that's a big achievement. Als Gruppenerster muss Costa Rica gegen den Zweiten aus Gruppe C ran. Die Elfenbeinküste, Japan oder Griechenland wären im Achtelfinale machbare Gegner. Der Traum könnte also noch lange weitergehen.